Rostock, 19. März 2018. Pünktlich um 12.30 Uhr verlässt eine neu designte Straßenbahn das Depot in der Hamburger Straße. Die Vorstände der Stadtwerke Rostock AG und der RS AG ließen es sich nicht nehmen, das neue Design für die Straßenbahn und einen Bus persönlich vorzustellen. Auch die symbolische Taufe durfte nicht fehlen. Ich denke mal, wenn man so ein, ja, ich sag mal so ein tolles Werbemittel hat, dann kann man das natürlich auch nutzen. Und das ist nun jeden Tag in Rostock unterwegs. Und wir rufen uns einfach nochmal in Erinnerung und sagen: Hier, liebe Rostocker, hier sind die Stadtwerke, wir sind für euch da, wir liefern euch mit Energie zu jeder Tag- und Nachtzeit. Und das ist also die Botschaft, die wir hier überbringen wollen. Wir sind ja Partner, wir sind Schwesterunternehmen in der Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding. Und die Stadtwerke als ein ergebnisorientiertes Unternehmen, also mit einem positiven Ergebnis, leisten natürlich auch einen Beitrag dafür, dass wir den ÖPNV, den öffentlichen Nahverkehr in Rostock, in der Qualität und zu günstigen, verträglichen Fahrpreisen anbieten können. Das neue Design für die Straßenbahn kommt von der Rostocker Werbeagentur Werk 3. Licht spielte die zentrale Rolle bei der Gestaltung der Bahn. Selbst die Schriftzüge wurden von einem Künstler mit dem Licht einer Taschenlampe geschrieben. Gerade im Jahr des 800. Rostocker Stadtgeburtstages war es den Stadtwerken Rostock ein Anliegen, diese Botschaft zu senden. Wir sind Teil der Hanse- und Universitätsstadt. Energetisch und modern.